Deutschland hat gerade mehrere Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, zurück nach Deutschland geholt und hier verhaftet. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mein Interview mit einer IS-Anhängerin in den kurdischen Gebieten in Syrien zum ersten Mal ungeschnitten und in voller Länge ins Internet zu stellen. Und hier ist es. Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, wie dieses Interview entstanden ist. Mein guter Freund Johan und ich, der für mich als Field Producer praktisch fungiert hat, wir waren 2018 im Oktober in Nordostsyrien, also in dem Gebiet, das die Kurden Rojava nennen. Das war genau ein Jahr, nachdem Raqqa erobert wurde. Raqqa war die Hauptstadt des IS und die erste große Metropole, die von den Islamisten erobert wurde. Und es war auch der Ort, wo sehr, sehr viele grausame Verbrechen stattgefunden haben. Ihr kennt vielleicht noch die Bilder von enthaupteten und gekreuzigten Menschen an öffentlichen Plätzen, auf Kreisverkehren und so weiter. Und dort waren wir. Es war ein sehr gefährlicher Dreh. Wir mussten alle 15 Minuten den Ort wechseln, als wir mit Leuten sprechen wollten, weil einfach das Risiko noch da war, entführt oder getötet zu werden. Am Tag zuvor gab es eine Schießerei. Am Tag, als wir da waren, gab es einen Autobombenanschlag auf Sicherheitskräfte. War also sehr, sehr gefährlich dort. Und auf dem Rückweg, letztendlich dann am letzten Drehtag unserer zweiwöchigen Reise, haben wir es dann tatsächlich geschafft, Zulassung zu bekommen, die Erlaubnis zu bekommen, in ein von den kurdischen Streitkräften geführtes Camp zu kommen, um mit einer Deutschen zu sprechen. Beziehungsweise man hat uns die Gelegenheit gegeben, mit zwei Deutschen zu sprechen. Die eine wollte aber nicht, die andere hat sich dazu bereit erklärt. Sie selbst wird gleich in eigenen Worten erzählen, wie sie zum IS gekommen ist oder auch nicht. Das war nämlich eine Sache, die ich noch voranstellen muss. Ihr werdet sehen, über bestimmte Themen wollte sie überhaupt nicht reden. Und es war auf verschiedenen Ebenen ein sehr, sehr schwieriges Interview. Die schwierigste Ebene war natürlich so dieses Unverständnis, das man natürlich als Journalist hat, wenn man gerade mitbekommen hat oder mit Leuten gesprochen hat, die unter dem IS gelitten haben, die Angehörige verloren haben, die enthauptete Leichen sehen mussten und so weiter. Und dann mit jemandem zu sprechen, der freiwillig aus Deutschland dorthin gegangen ist, um Teil dieses IS zu werden. Und das andere war ein ganz praktischer Grund, warum das so schwierig war. Es war einfach ein enormer Zeitdruck. Wir kamen da an, wir wussten, wir haben ein paar Minuten Zeit. Also man hat uns gesagt, so 15, 20 Minuten und dann müsste ich hier raus. Und dementsprechend, ich hätte sehr, sehr, sehr gerne ein längeres Interview geführt. Gerne 2 Stunden, gerne 4 Stunden, gerne mehrere Interviews, denn ich hatte so, so viele Fragen. Aber da ich nie wusste, wann die Bewacherinnen dann irgendwann sagen, okay, genug, es ist jetzt vorbei, deswegen mussten wir das sehr, sehr eindampfen. Und das Ergebnis seht ihr in meinem, also das fertig geschnittene Ergebnis, muss ich sagen, seht ihr in meiner Dokumentation Vernarbtes Land. Das lief auf Phoenix und den Link dazu, das ist natürlich ganz auf YouTube, das ist super von Phoenix, und den Link zu dieser Doku, wo ihr auch die ganze Vorgeschichte seht, wo ihr den Zustand von Rojava im Jahr 2018 seht, den Link dazu, den findet ihr in dem Beschreibungstext dieses Videos und ich werde ihn auch nochmal in den Kommentaren posten. Aber jetzt habe ich auch genug geredet. Hier ist das ungeschnittene Interview mit einer deutschen IS-Anhängerin aus dem Oktober 2018. Wie sah dein Leben aus in etwa in Deutschland, bevor du hierher gekommen bist? Ein ganz normaler Ablauf. Ich war viel mit meiner Familie unterwegs. Ich bin eigentlich ein Familienmensch. Ich bin sehr viel mit meiner Familie. Ja, ich bin, ja, also mein Alltag ist wie jeder andere auch, morgens aufstehen. Ja, vorher war ich arbeiten, dann, als ich mich bedeckt habe, ging das leider nicht mehr, weil mich keiner einstellen wollte. Aber ansonsten war mein, also ich bin ganz normal mit meiner Familie. Ich bin die einzige Muslimin aus meiner Familie, aber meine Familie ist trotzdem meine Familie und ich bin ganz normal mit denen, so wie ich auch vorher mit meiner Familie war. Als was hast du gearbeitet, wenn du aufhören musstest, als du dich bedeckt hast? Als Elektronikerin, ja. Und wie kam das dann, dass man dann gesagt hat, du darfst nicht mehr arbeiten? Also ich habe am Anfang angefangen, nur einen ganz normalen Hijab zu tragen. Und da, also man kann nicht sagen, dass die Stimmung sofort gekippt ist. Es gab welche, die haben das sofort, die fanden das überhaupt nicht schlimm. Das war für die ganz normal. Jeder kann sich anziehen, wie er möchte. Und dann gab es genau die andere Partei, die dann völlig gegengesteuert hat und dann immer gestichelt hat und dann zum Chef gerannt ist. Und
Sachen erzählt hat, aber die gar nicht gestimmt haben. Und ja. Dann irgendwann ist mein Vertrag, also ich war noch im Zeitvertrag und der ist dann ausgelaufen und dann wollten sie mich deswegen, also dadurch, dass nicht mein Chef hat schlecht geredet, sondern mein Vorarbeiter, weil er einfach komplett rechts war. Tut mir leid, aber ja. Und komplett der Betriebsrat danach, die waren alle schon sehr traurig, weil das für die gar kein Grund war, jemanden nicht mehr weiter einzustellen. Somit war ich dann arbeitslos. Vielen Dank auch. Du hast gesagt, du bist die einzige Muslimin in deiner Familie. Wie kamst du dazu? Also wie kamst du mit dem Glauben zum ersten Mal in Berührung? Also ich bin eigentlich nur mit Arabern aufgewachsen und somit bin ich quasi auch damit aufgewachsen. Also auch mit deren Religion. Dann irgendwann bin ich konvertiert, weil ich einfach meine Antworten nicht im Christentum gefunden habe, sondern im Islam. Und ja, somit bin ich dann konvertiert. Auf welche Fragen hast du Antworten gesucht? Oh, zum Beispiel in der, also ich bin ja konfirmiert worden und ich habe immer meinem Pastor Fragen gestellt. Zum Beispiel, es gab in der Bibel zwei Textstellen, zum Beispiel in der einen Textstelle hieß es, Abraham hat 7 Kinder, in der anderen 14. Und ich habe ihn gefragt, warum ist zu der gleichen Zeit, warum sind da so und so viele Kinder und da? Also ich habe ihn dann gefragt, ob die gestorben sind oder was passiert ist und er konnte mir immer keine Antwort geben. Und das fand ich dann immer komisch und ich habe auch selber keine Antworten gefunden. Dann habe ich auch im Internet schon Beweise gefunden, warum das dann nicht richtig war, sondern und dass wir immer Antworten halt im Islam gefunden haben und dann habe ich meine Antwort noch mal bekommen, ja. Also bist du dann über Bekannte zum Islam gekommen oder übers Internet? Ja, beides, gemischt. Wie alt warst du da? Ende 20, ja. Und wie hat sich deine Geschichte dann weiterentwickelt? Also du bist jetzt, aber wann war der Punkt, an dem du angefangen hast, dich zu verschleiern? Wie alt warst du da? Also ich glaube, das hat ungefähr 4 Jahre gedauert, dadurch, dass mein Bekanntenkreis eigentlich, also die haben eigentlich ganz normal das ganz normale Kopftuch. Ich habe dann immer ein bisschen noch weiter geguckt und mich informiert. Und für mich war einfach das richtige Bedecken halt, also ich würde es nicht Verschleierung nennen, das richtige Bedecken war halt dann einfach mein Khimar und dann später auch mein Niqab. Und wie ging es dann weiter? Also du wurdest gekündigt, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass es öfters Anfeindungen gab. Wie sahen die aus? Wie sah das in Deutschland aus dann? Ja, also ich hatte einmal, war das Auto von meinem Vater kaputt und ich musste in die Stadt Papiere erledigen. Da bin ich in die Stadt gegangen und dann wurde ich von einem Mann sehr schön angerempelt und er hat mir seinen Kaffee über den Kopf geschüttet, den heißen Kaffee, und hat an mir gezerrt und mich beleidigt, bis dann irgendwann mal eine Frau dazwischen gegangen ist und sie mich dann als einzige von sehr vielen Beobachtern und Zuschauern in Schutz genommen hat. Ja, das war die einzige, die dann dazwischen gegangen ist und ich glaube, sonst wäre das weiter ausgeartet. Dann, ja, das ist nicht nur einmal passiert, das ist schon öfters passiert und ich habe weder ihn angesprochen, noch habe ich ihn angefeindet, gar nichts. Ich bin ganz normal die Straße entlang gelaufen. Also in der Stadt, da ist so eine Straße gewesen, da bin ich einfach ganz normal lang gelaufen. Und wie hat deine Familie reagiert? Also einmal auf die Konvertierung, aber auch darauf, wie du dir dann auf einmal angefeindet wurdest? Naja, auf die Konvertierung, ja, jetzt nicht so begeistert, weil es halt ja alle Christen sind, aber das hat halt so eine Zeit gedauert, bis sie es akzeptiert haben, aber dann war auch okay, weil meine Kleidung ändert ja nicht mich. Es ändert, ich bin ja immer noch dieselbe Person, wie ich auch vorher war. Und das hat meine Familie auch gesehen und deshalb war dann auch kein Problem. Aber gegen die Anfeindung, also mein Vater, der war schon sehr sauer. Also als ich zurückgekommen bin und der ganze Kaffee immer noch von meiner Kleidung lief, das war schon, der ist schon sehr ausgerastet. Also das hat ja nichts mit meiner Kleidung zu tun, sondern einfach mit dem Menschen, der da drunter ist. Und ich bin ja seine Tochter und es ist ja normal, dass er sauer ist. Hast du gerade noch Kontakt zu deiner Familie?
Ja, also es gibt hier ein Telefon bei den Kurden, da kann man mit seinen Eltern schreiben. Also so alle 15 Tage ungefähr kann man immer Kontakt haben. Also ich habe immer, wenn ich schreiben kann, schreibe ich mit meinen Eltern. Ja. Wie ging es dann weiter? Also du bist konvertiert, du wirst angefeindet. Wie war dann der nächste Schritt, der dich dann letztendlich bis zum Islamischen Staat gebracht hat? Ah, darüber möchte ich nicht sprechen. Das, ja, das ist eine lange Geschichte deswegen. Und dann, ab welchem Punkt bist du dann wieder bereit, etwas zu erzählen? Also ab da, wo du gemerkt hast, dass es nicht das ist, was du dir vorgestellt hast vielleicht? Also quasi an dem Punkt, wo ich raus bin? Genau, richtig. Ja, okay. Wie lief das ab? Erinnerst du dich noch genau an den Moment, wo du gedacht hast, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss hier raus? Ja, also das war schon relativ früh so, dass ich habe Anzeichen gesehen. Das Problem ist, dass man nicht so leicht wieder rauskam. Also entweder waren die Schleuser, also man kommt nicht so schnell wieder raus. Das ist das Problem. Also es war sehr teuer rauszukommen und die Wege sind auch sehr gefährlich gewesen. Also. Was für Anzeichen waren das, an denen du das gemerkt hast? Schwierig. Ich möchte eigentlich nicht drüber reden, aber es gab Anzeichen. Also, okay. Ja. Kannst du uns von deinem Mann erzählen? Ich möchte eigentlich nicht über meinen Mann reden. Ja. Wie ist es euch dann aber, oder bist du alleine geflohen oder mit deinem Mann zusammen? Nein, mein Mann und ich, wir sind zusammen raus, ja. Wie habt ihr das geschafft? Also, es gab eine bestimmte Person, die Kontakt mit meiner Mama war. Ich möchte aber den Namen nicht nennen, weil... Ja, und meine Mama hat mit uns geschrieben, also wir hatten zu der Zeit kaum Internet. Meine Mama hat mit uns geschrieben und wir haben dann mit der Person auch geschrieben und er hat uns dann... Ja, ja. Mach ich kurz aus? Okay, gut, sorry für die Unterbrechung. Genau, wie ist es euch gelungen, dann zu fliehen? Ihr wart in Raqqa, oder? Genau. Ja. Wie seid ihr rausgekommen? Ja, also meine Mama hatte einen Kontakt. Er hat uns dann den Kontakt von einem Kurden gegeben und er hat uns dann weitergeholfen. Aber halt dieser Kontakt war das eher. Er wollte uns eigentlich eher rausbringen. Ja, und dann sind wir bei den Kurden gelandet. Und ja. Wie ging es dann weiter? Ja, dann hieß es, ich muss eigentlich nicht ins Gefängnis. Ich muss nur 2 Tage zum Gericht. Und dann war ich fast 3 Monate im Gefängnis. Wie war das? Katastrophe. Ich war in der Isolationszelle über 1,5 Monaten. Das war schon sehr übel. Also ich war in dem ersten Platz, wo ich war, war es nur dunkel und ich konnte 2-mal am Tag auf Toilette. In dem zweiten Platz war es nur hell, also da war 24 Stunden das Licht an und da war das genau das Gleiche. Der letzte Platz gegenüber den anderen war dann verhältnismäßig besser, aber... Also die Gefängnisse sind schrecklich. Also dagegen ist das Gefängnis in Deutschland sehr gut. Ja. Hast du Kinder? Nein. Und du hast gesagt, du warst dann 3 Monate in Haft insgesamt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Hattest du in der Zeit irgendwelchen Kontakt zu deutschen Behörden, zu deiner Familie? Einmal war der BND im Gefängnis. Das war es auch. Der kam dann, ich bin dann Ende Dezember hier ins Camp gekommen. Der BND kam dann nochmal hierher und das war es auch. Also mittlerweile wissen wir gar nichts. Wir haben keine Neuigkeiten, wir wissen gar nichts mehr, was jetzt mit uns passiert, ob wir zurückkommen und ja. Kannst du uns von deinem Leben hier in diesem Camp erzählen? Wie ist da so der Alltag? Wie werdet ihr behandelt? Also es ist sehr hart hier, sehr, sehr hart. Also am Anfang, als wir hier waren, wurden wir ständig durchsucht. Wir wurden nachts aus den Zelten geholt und dann quasi nach vorne. Dann mussten wir Bilder machen
und unsere Namen wurden aufgefunden, das war die ganze Zeit, und wurden auch schon Frauen hier vergewaltigt. Die wurden dann, damit das keine größeren Gerüchte, also damit das nicht die Runde macht, wurden sie in andere Camps dann gebracht, und ja, das ist schon, es sind Kinder hier gestorben, weil an mangelnder Ernährung, an mangelnden medizinischen, ja, also hier gibt es keine gute medizinische Versorgung. Es sind sehr viele Kinder gestorben. Es sind Kinder verbrannt hier. Also es ist schon sehr hart. Es sind Frauen gestorben hier an Krankheiten. Wie sind ja. Kinder verbrannt? Ja, wir haben Heizungen gehabt. Und aber das, was wir in die Heizung reinmachen müssen, das war der falsche Stoff. Es hätte etwas anderes sein müssen, und dadurch sind die Heizungen explodiert. Und es sind öfters Zelte abgebrannt, und ja, sind auch Kinder verbrannt darunter. Und die sind, ein Kind hätte vielleicht noch gerettet werden können, aber dadurch, dass die medizinische Versorgung sehr schlecht ist, hat es nicht überlebt. Hast du, wie oft, wie sieht jetzt dein Kontakt zu deiner Familie oder allgemein zu Deutschland aus? Also, soweit ich kann, rede ich mit meiner Familie, aber Kontakt nach Deutschland, also es war schon seit über 4 Monaten keiner mehr hier, also es kümmert sich gar keiner um uns. Es wäre schon sehr gut, wenn mal jemand wieder herkommen würde oder uns wenigstens mal sagen würde, wie jetzt die Situation ist, ob wir nach Hause kommen, vielleicht sogar wann wir nach Hause kommen. Also bei den meisten von uns sind jetzt mittlerweile schon ein Jahr hier, und das ist schon sehr lange. Warum möchtest du nach Deutschland zurück? Ja, ich möchte gern zu meiner Familie, und ich möchte wieder ein ganz normales, geregeltes Leben haben. Jeder macht mal einen Fehler, und ich hoffe, jeder von uns bekommt eine zweite Chance, dass wir nach Hause können. Wie denkst du über die Zeit zurück? Also du sagst ja selber, dass es ein Fehler war. Wie bist du mit dir selber im Reinen darüber, über das, was passiert ist? Ja, ich glaube, richtig Gedanken machen werde ich mir erst wieder, wenn ich in Deutschland bin. Weil ich glaube, das hier hat mich noch mehr mitgenommen als das Ganze drüben. Also ja, das hier ist schon sehr schlimm. Also dieses Leben hier ist kein Leben. Also wenn ich wieder in Deutschland bin und dann der ganze Druck und Stress erstmal abgefallen ist, ich denke, dann werde ich mir Gedanken machen, was ich alles besser machen kann, und ja, dass ich selber mit mir wieder gut bin. Wenn du jetzt wieder in Deutschland zurück bist, was ja vielleicht irgendwann passieren wird, und du würdest jemandem begegnen, der einer Jesidin oder jemandem, der unter dem Islamischen Staat verfolgt oder gelitten hat oder vergewaltigt wurde, was würdest du so einer Person sagen? Sehr schwierig. Also ich finde, jemand zum Beispiel, der vergewaltigt wurde, ich selber wurde nicht vergewaltigt, ich kann mich in sie nicht selber hineinversetzen, in diese Person. Was ich ihr sagen würde, dass uns hier auch sehr viele Sachen passiert sind. Und ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe. Aber für mich, das habe ich auch schon mal gesagt, sind alle Menschen sind gleich. Also für mich macht das keinen Unterschied zwischen schwarz und ob jemand grüne Haare hat, gepierst ist, tätowiert ist, das macht mir nichts. Weil meine Freunde früher, die waren auch alle so. Und ich bin mit jedem klargekommen. Also mir macht sowas nichts. Aber du bist ja in ein Gebiet gezogen, in dem das nicht so war, in dem Leute aufgrund ihres Glaubens verfolgt und getötet wurden auch. Ja, ich habe sehr viele Sachen leider nicht mitbekommen. Ja. Also hast du es davor nicht gesehen oder nicht geglaubt, die Berichte, die es... Ja, erstens habe ich es nicht geglaubt, und viele Sachen konnte man ja auch nicht sehen, weil zum Beispiel in Deutschland werden ja die Videos alle gesperrt. Das heißt, viele Sachen sieht man auch einfach nicht. Und wenn man manche Sachen sieht man dann erst später, und dann denkt man sich, oh, das wusste ich gar nicht. Und dann hätte man vielleicht vorher seine Meinung schon geändert. Was es dir leid tut, was du getan hast? Ich habe ja nichts gemacht. Also nur in einen Staat zu ziehen, um dort zu leben, das macht mich ja nicht schuldig für irgendetwas. Ich war ja auch in Deutschland, und jemand hat mir Kaffee über den Kopf geschüttet, und
dem könnte man ja die gleiche Frage stellen. Okay, er ist zwar nicht in ein anderes Land gezogen, aber er war auch jemand, der definitiv nicht deutsch war. Es war ein Ausländer. Ja, also ich habe nichts gemacht und ja, und nur irgendwo außerhalb zu wohnen, das macht mich nicht zu jemandem Schlechtes, also. Wenn du jetzt wieder nach Deutschland kommen würdest, wie wird es dann bei dir weitergehen? Hast du Zukunftspläne, was du gerne machen würdest? Ja, ich möchte gerne studieren gehen. Ja, definitiv. Und was? Das weiß ich noch nicht. Ich überlege, ich würde gerne in den medizinischen Bereich, aber vielleicht dadurch, dass ich hier war, kann ich vielleicht nicht in den medizinischen Bereich. Was reizt dich gerade an den medizinischen Bereich? Ich habe früher schon mal im Krankenhaus gearbeitet und ich mag das, also Menschen zu helfen, Wunden zu versorgen und vielleicht auch in die Richtung, vielleicht Hebamme, vielleicht Frauen zu helfen, Kinder zu gebären, das wäre schon, ja, das würde mich sehr interessieren. Und das ist so immer noch meine letzte Frage. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Gibt es irgendwas, was du gerne sagen würdest? Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Ja, ich würde gerne sagen, keiner von uns hat sich irgendwie strafbar gemacht, noch irgendwelche Sachen gemacht, die jemanden schaden würden. Also wenn wir zurückgehen, wir sind niemand, der jemanden schadet. Im Gegenteil, ich glaube, uns wurde sehr viel Schaden zugefügt. Das werdet ihr vielleicht noch sehen, wenn wir zurückkommen und dass jeder auch erfahren wird, was mit uns alles gemacht wurde. Das war's auch. Mehr möchte ich auch nicht sagen. Du sprichst immer von wir. Genauere Zahlen haben wir nicht. Wie viele ungefähr Deutsche oder die? Wir müssten 17 oder 18 sein, ja. Mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, wir haben beides hier. Mit Kindern auch. Mhm. Ja. Zwei zusätzliche Fragen, wenn ich darf. Okay. Und zwar, was hast du erwartet oder was waren deine Erwartungen, als du die Reise von Deutschland nach Syrien gemacht hast? Ah, möchte ich nicht drüber reden. Ja. Wir waren auch in Raqqa, wie beide. Okay. Wir waren auch an einem Kreisverkehr, wo immer wir haben die Leute interviewt. Okay. Und uns gesagt haben, in diesem Kreisverkehr wurden Menschen enthauptet. Okay. Hast du das auch in Raqqa gesehen? Nein, ich habe sowas nie gesehen. Also, ich muss auch ehrlich sagen, es ist gut, dass ich es nicht gesehen habe. Ich kann sowas nicht sehen. Deswegen. Nee, auch nicht. Mm-mm. Gar nicht. Ich war die meiste Zeit zu Hause. Also 99%. Dürftest du nicht raus, weil die Menschen haben dir gesagt, Frauen waren kaum auf die Straße. Nö, ich bin mit meinem Mann ganz normal rausgegangen. Also mein Mann ist überhaupt nicht so, der hat mich immer mitgenommen mit dem Motorrad. Wir sind immer Shake auch trinken gegangen oder wir sind spazieren gegangen. Also ich war immer mit meinem Mann draußen. Also diejenigen, die wir interviewt haben, die meinten, zum Beispiel Männer dürfen keine Hose anziehen, ihre Frauen alleine, wenn die etwas enge Kleider anhatten, dann wurden die von anderen Frauen vielleicht, ich weiß nicht, ja, das gibt's schon. Und so weiter. Das gibt's auch, ja. Das habe ich auch schon selber erlebt. Ich wurde auch schon mal richtig angeschrien, also ja, aber da bin ich überhaupt nicht sensibel, also das geht da rein und das geht da wieder raus. Deswegen, also mein Mann hat schon sehr gut auf mich geachtet. Mein Mann ist ein sehr, sehr guter Mann und die meiste Zeit war ich ja mit ihm draußen und da also hat sich sowieso niemand getraut, auch irgendwas zu sagen. Also nicht, weil er gefährlich ist, sondern einfach, weil ich bin ja seine Frau und das hat auch keinen zu interessieren. Also es hat mich keiner anzusprechen, wenn mein Mann dabei ist. Also ich denke, das wäre bei euch ja auch so. Also ich glaube nicht, dass jemand deine Freundin anschreien würde. Wenn du 99% zu Hause warst, was hast du dann da den ganzen Tag gemacht? Oh, ich habe zu Hause aufgeräumt, gekocht, gelernt. Also ich spreche ja mehrere Sprachen. Ich habe immer wieder mein Vokabular halt überarbeitet. Also ja, ich habe Bücher gehabt dort. Also aber ganz normale Bücher. Ja. Was war dein Lieblingsbuch? Ich habe viele. Ich mag die Teerose gerne. Also aber ich glaube, das sagt euch nichts. Das ist aber auch kein Krimi, das hat was in der Zeit von Jack the Ripper zu tun, also, ja. Als wir in Raqqa waren, habe ich 2 Kilo Orangen gekauft.
200 Liter, glaube ich, war. Es stimmt, die dann so krass gerochen haben. Auch, genau, ja. Also es war alles normal. Also es ist alles gab dort. Die Menschen hatten nicht viel Geld gehabt, aber wir haben alles gesehen. Oh. Wart ihr jetzt dort oder vorher? Achso, das nimmt, glaube ich, noch auf. Ne? Es nimmt gerade auf, ja. Achso, okay. Alles klar. Vor 3 Tagen waren wir dort. Okay. Und also ganz normal im Bazar alles. Mhm. Wie war das auch ganz? Gab es was zum Essen? Weil wir wissen nicht genau, wie die Situation war. Ja, am Anfang ja. Aber als es dann immer schlimmer gebombt wurden, sind die Einheimischen halt raus. Also nicht alle, es waren sehr viele noch da, aber ja, die Waren waren halt weniger. Und es wurde alles sehr teuer auch. Aber am Anfang hat es sich eigentlich gut gehalten. Also es war nicht teuer und es gab eigentlich auch alles. Wie war das, als die Bomben dann losgingen? Alle haben nur gesehen. Kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe tote Kinderkörper gesehen, abgetrennte Köpfe. Ich habe wirklich alles gesehen und das war wirklich sehr, also ich glaube, das ist ein Riesentrauma, was ich auch, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Ja. Ich habe Kinder unter Trümmern gehört, die haben noch geschrien und es gab einfach keine Möglichkeit mehr, sie rauszuholen. Das war schon hart. Wie lange gingen die Bombardierungen, bevor ihr gehen konntet? Oh, sehr lange. Weiß kein Zeitraum mehr. Waren das auch Kinder, die du kanntest? Ja. Also, was heißt kennen? Ich habe sie draußen spielen gesehen. Ja, es war schon heftig. Die meisten, die dort gekämpft haben, haben wir am Ende die Stadt verlassen. Die konnten an die Stadt raus. Habt ihr die gesehen, die dort gekämpft haben? Oder habt ihr euch gefragt, nee, warum die durften, die was zu sagen hatten, einfach so rausgehen? Oh, also ich glaube, darüber möchte ich nichts sagen. Ja. Gab es in der Stadt zum Beispiel Frauen aus Shingal, Sinjar, jesidische Frauen, die man begegnet hat? Oh, man konnte sie treffen vielleicht? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Also wie gesagt, ich war die meiste Zeit zu Hause, wenn nicht, war ich mit meinem Mann. Ja, also ich hab auch keinen Kontakt, ich habe sogar zu deutschen Frauen ganz wenig Kontakt gehabt. Also ich kannte nicht viele, also das ist auch ganz gut so. Wie habt ihr euch, also euer Lebensunterhalt verdient? Ja, also das ist ja wie in Deutschland, wie die Sozialhilfe, jeder kriegt monatlich halt sein Geld. Ja. Das ist nur für diejenigen, die aus Europa kamen oder für alle Menschen? Nein, für alle war das. Ja. Was hatte dein Mann? Keinen bestimmten Beruf, sondern allgemein einfach nur da? Ah, über meinen Mann möchte ich nicht sprechen. Ja.